an der Wand, da hängen Luftballons dran, mit Wasser und Farbe gefüllt. Und da kann man für 3,50 Cent 3 Dartpfeile auf die Wand rauswerfen. Und dann danach kann das Ziel ist es, am meisten Luftballons zu treffen. Wir sind hier die architektonische Entfaltung von einigen Schülern, die hier so kleine Modelle gebaut haben. Ziemlich modern. Das Rückgabegymnasium bleibt und so soll es auch in den nächsten 100 Jahren sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.